So, hallo und herzlich willkommen zu meinem dreitägigen, eigentlich vier Tage Tour, die ich am Mittwoch, dem 17. Juli gestartet habe. Wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt mal ein bisschen längeren Vorspann einfach laufen lassen, weil ich erzähle ja immer gerne ein bisschen viel dazu. Die einen mögen es, die anderen vielleicht nicht so. Darum habe ich jetzt mal ein bisschen längeren Vorspann laufen lassen, ohne meine kommentierende Begleitung, um es mal schön auszudrücken. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt in Aachen angekommen. Ihr seht, ich bin hier jetzt auch schon auf der Fennbahntrasse unterwegs. Die Kilometrierung, die da so links, ich habe gerade vorhin 3-Kilometer-Schild passiert. Das stimmt nicht so ganz mit meiner Kilometrierung beziehungsweise mit meiner Kilometeranzeige überein am Fahrrad, weil ich weiß nicht, wo das genau da startet. Ich bin nämlich in Aachen Rote Erde angekommen, hatte also auch gut 2 Stunden, wenn nicht 2,5 Stunden Anfahrtszeit. Und ihr seht auch hier jetzt schon im Video, das geht ja jetzt hier zügig voran, wenn man nur so 20, 25 Minuten Videos macht. Auch die Fennbahntrasse ist hier nicht so unbedingt perfekt, wobei das hier jetzt noch eines der, wie ich finde, ja, sichersten Übergänge hier ist, mit Ampel und allem Schnickschnack und Tralara. Ich habe, wie gesagt, die Tour in, ja, 3 Tagen, eigentlich 4 Tage gemacht, weil ich am 4. Tag von Ken, das ist so ein Vorort von Trier an der Mosel, einen Tag für die Rückreise eingeplant hatte, weil der Bahnnavigator, der zeigte mir eh schon an, dass ich dafür irgendwas zwischen 4 und 5 Stunden brauchen würde. Und da die Bahn, wie ihr ja alle wissen, ja, nicht gerade die zuverlässigste ist, und wenn ein Zug schon ein bisschen Verspätung hat, dann kriegt man seine ganzen Umsteige bzw. Anschlusszüge nicht. Also habe ich dafür dann mal noch gut plus 1 Stunde mehr einkalkuliert. Außerdem auch noch habe ich so ein bisschen Spezialumsteige, Knotenpunkte bzw. Aufenthaltsorte, das kann man ja da nur als Zwischenhalte eingeben, mit auch der entsprechenden Zwischenhaltezeit, die man sich wünscht, um auch die richtigen Bahnhöfe zu erreichen mit Aufzügen, wo ich auch reinpasse. Ja, jetzt hier der ehemalige Bahnhof Corneli Münster, der ist jetzt auch schon wohl schon länger umgebaut, auch zu einer Gastro. Hier links sind, seht ihr dann auch noch ein paar Bänke gleich, hier auch. Das ist hier eigentlich dann auch recht voll im Sommer bzw. an Wochenenden. Aber anscheinend ist es heute gerade nicht auf. Am dem 17. Juli 2024. Ihr seht auch so ein bisschen Deko. Ich glaube innen drin. Ich habe mir vorhin noch ein YouTube-Video angeschaut, dass da wohl auch dann so einiges innen drin noch an, ja, alten Laternen, also Bahnlaternen und was weiß ich da alles für so ein Zeugs da, was man so, ja, an Trödel für Bahnzubehör so sammeln kann. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder weiter unterwegs auf der Trasse hier, wie ihr seht. Ja, das ist jetzt mal so eine Querung einer Straße, die ein bisschen ruhig ist, obwohl es da ordentlich berghoch ging. Ja, gut, ich habe jetzt auch, ihr wisst, unten blende ich immer mal auch ein, wo gerade was ist hier, wie viele Kilometer ich gerade schon zurückgelegt habe. Wie gesagt, nicht daran stören, dass das nicht gerade unbedingt, ich blende ja auch immer schon mal ein, die Schilder, die sind ja, das finde ich auch irgendwo ganz klasse, dass die das auf der Fennbahntrasse gemacht haben. Wie gesagt, da kommt, glaube ich, alle halben Kilometer kommt dann so ein Kilometrierungsschild, so ein blaues. Und also wie gesagt, das stimmt nicht immer ganz überein. So 2-3 Kilometer muss man da abziehen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin am Bahnhof Rote Erde ausgestiegen.
Vielleicht fehlt da noch ein, zwei Kilometer, ab wo die das rechnen, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich hier die Trasse gequert, weil das ist eigentlich die Schienen, die jetzt hier noch vorhanden sind, die sind eigentlich das Stück, was nach Stolberg führt. Also von Stolberg kommend stößt die Strecke dann hier auf die Fennbahntrasse und ihr seht, ne, meistens ist es jetzt zur Rechten, dass man dann da auch die Schienen noch sieht. Ja, jetzt hier in Walheim nach 13 ein paar gequetschte Kilometer. Da habe ich gesehen, da gibt es einen Rewe. Habe ich gedacht, ihr kennt mich ja, Schleckermäulchen, gehst du mal rein, holst dir schon mal was für Kaffee und Kuchen und ein belegtes Brötchen. Das ist jetzt erledigt und jetzt geht's weiter. Ja, hier war es ein bisschen tricky bzw. ein bisschen blöd gemacht. Irgendwie habe ich so manchmal nicht so wirklich durchgeblickt über die, wie die Wegeführung über die Straßen verläuft. Also das hätte man auch irgendwie farblich, finde ich, ein bisschen besser noch abgrenzen können. Naja, aber gut, das ist natürlich immer aus Fahrradfahrersicht Wunschdenken. Was soll's? Ja, hier links irgendwie auch ein Verein, der hier, ich glaube, das ist noch Walheim. Ihr seht die Lok und die Zuggarnituren, auch noch ein Güterwagen, so wie ich das noch von früher kenne, aus meiner Kindheit. Und hier noch links auch ein Stellwerkhäuschen. Ja, und auf dem Boden habt ihr gerade gesehen, einmal nach links und dann wieder nach rechts. Ja, das ist dann manchmal ganz gut gemacht und man kann dem Weg auch dann ganz gut folgen. Aber wie gesagt, es gibt manche Straßenquerungen, da habe ich mich manchmal gefragt, wo geht es denn jetzt hier eigentlich lang? Ja, ich habe gerade gesehen, habt ihr bestimmt kurz eingeblendet, auch wieder so ein Kilometrierungsschildchen. Rechts wieder die Strecke, die Gleise liegen übrigens dann noch, glaube ich, bis nach Rähren und gehen, glaube ich, noch dann bis nach Eupen weiter. Aber ab Rähren dann weiter bis nach St. Viet und bis nach Trosvergees oder wie man das ausspricht, keine Ahnung. Hier links übrigens eine, nehme ich mal an, Fahrradwandergruppe. Denkt auch bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren. Alle, die noch keinen haben, kein Abo haben natürlich, meine ich. Ja, weil ich sehe immer so in der Statistik, dass so um die 70% doch leider zwar immer wieder kommen, aber keine Abonnenten sind. Und da würde ich mich schon sehr darüber freuen, wenn die Leute dann auch meinen Kanal abonnieren. Weil, wie gesagt, es kostet nichts, verpflichtet auch zu nichts. Aber mir bringt es was, weil wenn ich ab 1000 Abonnenten habe, werde ich auch bei YouTube an den Werbeeinnahmen beteiligt. Ja, hier meine dann erstes Päuschen mit dem Essen des belegten Brötchens, was ich mir vorhin bei dem Rewe geholt habe. Und hier ist es wirklich richtig, richtig schön still. Weil das ist jetzt eigentlich schon belgisches Territorium. Und das ist richtig toll ruhig, weil ich liebe die Ruhe, die Natur. Und wie gesagt, so ab Walheim kann man das auch dann richtig genießen. Allerdings an der Stelle, wo ich jetzt hier bin, habe ich dann die Abkürzung genommen, weil sonst hätte ich hier links weiterfahren müssen, Richtung Rähren. Und dann macht die Strecke so eine richtig große Schleife, so einen richtig großen Bogen. Schlagt mich jetzt tot, wie viele Kilometer man da jetzt einspart. Die habe ich mir jetzt heute gespart. Heute werden es auch nur circa 44 Kilometer bis von Aachen Rote Erde, wo die ehemalige Fennbahntrasse startet oder endet, ist ja immer die Frage, aus welcher Richtung man kommt. Und wie gesagt, ich
fahre sie von Aachen Rote Erde bis nach Monschau. Heute an diesem 17. Juli 2024, weil ich keine Lust habe. Hier rechts wieder ein Kilometrierungsschild. Mal ist es rechts, mal links. Ja, und jetzt gleich kommt hier hinter der Brücke mal ein schönes Stückchen, wo ihr mal sehen könnt, wie die Landschaft ist. Ich lasse euch das jetzt mal genießen. Ja, das war natürlich wunderschön. Hier links übrigens, das ist jetzt hier irgendwie so ein Schnellimbiss auch. Leider hat er nicht offen gehabt, sonst hätte ich mich da auch gerne mal zwischendurch noch ein bisschen verpflegt. Ja, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen, ich habe ja auch den Originalton mit dabei gehabt, so ein bisschen den Eindruck auch rüberbringen können, wie schön ruhig das ist. Und es war natürlich ein toller Blick auch auf den Himmel und die Landschaft. Ja, hier links jetzt an der Stelle, auch kurz hinter diesem Imbiss, ja, hier in Röttgen, da gibt es so einen Infostand. Und da gibt es, wie ihr seht, hier rechts auch eine Lademöglichkeit. Oben links seht ihr eingeblendet, wie ich mein Fahrrad angeschlossen habe. Ich habe nämlich einen Bosch Schnellladegerät. Das ist übrigens den Kuchen, den ich da genossen habe. Wie gesagt, ein Bosch Schnellladegerät und das liefert 6 Ampere und ich habe da so ungefähr eine Dreiviertelstunde Päuschen gemacht. Nachdem ich ja vorhin mein belegtes Brötchen gegessen hatte, habe ich gedacht, komm, ist auch eine schöne, gute Gelegenheit, kannst du noch ein bisschen den Akku wieder aufladen. Weil es geht schon immer hier ständig bergauf, also von Aachen aus. Und ihr werdet ja vielleicht auch so ein bisschen gesehen haben am Vorspann, wo mein Fahrrad im Zug vielleicht drauf war. Ihr seht es aber vielleicht auch jetzt vorne, habe ich ja die beiden Lowrider-Taschen, hinten die beiden gleich großen Taschen, also 4x20 Liter fassen die sozusagen. Dann, und ja, die waren schon relativ voll. Fragt mich nicht, warum ich so viel mit habe. Das ergibt sich ziemlich schnell. Die ganzen Kulturbeutel, ein paar Klamotten zum Wechseln und Videoklamotten, meine Bodendrohne, ja, eine Regenjacke, ein Vlies und was man so alles so im Alter braucht. Man braucht da, man hat immer das Gefühl, man hat noch viel zu wenig mit. Und hinterher stellt sich raus, hast du alles gar nicht gebraucht. Ja, aber wie gesagt, Powerbank und für die ganze Filmerei, Stativ und naja, man nimmt so vieles mit, was man dann vielleicht, wie gesagt, Stativ habe ich, glaube ich, doch habe ich im Hotel am zweiten Tag tatsächlich gebraucht. Also, wie gesagt, in der Regel brauche ich das Zeugs auch fast alles, aber es waren auch einige Sachen dabei, die ich jetzt, wo ich gedacht habe, jo, hättest du nicht mitnehmen müssen. Ja, Lammersdorf habt ihr gesehen, bin ich jetzt gerade durch. Und ja, ihr seht, ne, Landschaft, wunderbar. Was ich noch sagen will, ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich glaube, ab Röttgen, schlagt mich aber jetzt tot, ist die Fennbahntrasse rein belgisches Hoheitsgebiet. Ne? Ja, jetzt nachfolgend hier nochmal ein paar schöne Genießeraufnahmen, so von der Landschaft. Ihr seht, das war jetzt natürlich ganz tolles Wetter mit ein paar
Wattewölkchen, die aber jetzt wirklich keinen Regen. Es war ja angesagt, dass es dieser Tage, weil ich habe ja lange Zeit die Tour schon geplant gehabt. Eigentlich wollte ich die ursprünglich mal. Hier sind links auch immer diese so blechverrosteten symbolischen Bahnhofshäuschen, die von den wahrscheinlich ehemaligen Bahnhöfen hier stammen und die so ein bisschen in der Form dann als diese rostigen Kabinen so ein bisschen hervorheben sollen, so nostalgisch. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, ich habe dieses Jahr lange auf ein Zeitfenster gewartet, weil ich wusste ja, dass ich 3-4 Tage brauche. Ursprünglich bis nach Luxemburg mal geplant und wollte dann bis Ettelbrück mit dem Zug fahren. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, in Luxemburg ist die Zugbenutzung in der zweiten Klasse kostenlos. Sogar ich habe jemanden hier unterwegs getroffen, der sagte, auch Fahrräder kann man kostenlos mitnehmen. Ob das jetzt allerdings stimmt, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in den Kommentar reinschreiben. Das wäre natürlich toll gewesen. Dann wäre ich in Trosvergees in den Zug gefahren und mit dem Zug gefahren bis von Trosvergees, wo die Fernbahntrasse endet, bis nach Ettelbrück oder wie das heißt. Und ab da wäre ich dann an der Sauer dann weiter runter bis nach Konz oder was das ist bei Trier. Wasserbillig da die Ecke gefahren. Aber ich habe mich dann umentschieden, weil das wäre, glaube ich, von der Dauer her noch alles ein bisschen länger geworden. Und habe ich gedacht, machst du nicht. Ja, hier geht es jetzt auch steil bergunter nach Monschau. Also ich musste jetzt hier oben gerade von der Fennbahntrasse abfahren. Ist nur doof leider, nach Monschau hat man hier keinen Radweg. Und morgen am nächsten Tag muss ich den Weg auch leider wieder zurück hochfahren. Ja, in Monschau übernachte ich die erste Nacht. Ich fahre jetzt hier runter. Hier rechts ist dann mal ein kleines Stückchen Radweg. Ich werde wohl noch zwei Teile zu diesem Video machen. Zu dieser, ja, 4-Tage-Tour. Eigentlich waren es ja nur 3 auf dem Rad. Und ja, ihr dürft also gespannt sein. Wie gesagt, es sind so 95 Kilometer von Aachen bis nach St. Veit. Ich werde über St. Veit dann fahren und von St. Veit mit dem Fahrradbus nach Gerolstein. Und von Gerolstein wollte ich dann eben den Kühltalradweg machen. Darum habe ich das mir so überlegt, damit das auch zeitlich hinkommt, weil ich schon gesehen habe, dass nach dem Samstag, wo ich meinen ganzen Rückreisetag hatte. Hier geht es übrigens zur Senfmühle, aber da werdet ihr dann in dem nächsten Video, dem zweiten Teil, weiteres sehen. Wie gesagt, gesehen habe, dass am Sonntag dann leider Regen angesagt war. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf. Es war eben leider gerade so ein passendes Zeitfenster für die Tour, so wie ich sie jetzt geplant habe. Ja, hier bin ich jetzt an meinem Hotel angekommen. Und ja, ihr werdet dann, wie gesagt, im zweiten Teil, der geht dann von hier aus, von Monschau bis nach Gerolstein über St. Veit auf der Fennbahntrasse. Von St. Veit aus sind es eigentlich auch nur noch 22, 25 Kilometer bis Trosvergees. Wer die da weiterfahren möchte, kann das ja gerne machen. Wie gesagt, ich habe den Fahrradbus genommen und im zweiten Teil seht ihr dann eben die Fahrt hier von Monschau bis nach Gerolstein. Und das dritte Video geht dann von Gerolstein runter bis nach Trier. So, ich bin hier noch in die Altstadt gegangen, nachdem ich eingecheckt habe, habe mir noch eine leckere Pizza und ein Bierchen gegönnt, wie ihr seht. Winke, winke und bis zum zweiten Teil. Also, tschüss.